Tja, einen wunderschönen guten Tag. Und guten Morgen. Und guten Abend. Hier sind die übermüdeten, aussätzigen Zauberer. Zumindest zwei von denen, ja. Und zwar der Emil. Und der Michel. Jo. Und heute reden wir mal ein bisschen langsamer. Weil wir müde sind. Das am frühen Morgen. Ja. Nachwirkungen des 36C3. Und andere Dinge. Und andere Dinge. Genau. Des Dekadenwechsels. Was gab es noch Großes? Datenschutz ist jeden Tag in den Schlagzeilen. Ja. Mal mehr, es mal gibt weniger. Ganz viele Themen und. Genau. Über die man reden könnte. Deswegen reden wir jetzt einfach mal über Themen. Ich glaube. Genau. Ich habe mal was so raus. Frei nach. Ja. Kameras. Ich habe da mal was rausgesucht. Ich habe da mal was vorbereitet. Hier genau. Vor uns auf dem Tisch liegt auch was Schönes. Ja, also wir befassen uns ja neben Datenschutz und all solchen Dingen auch, sind wir agil mit dem Lötkolben unterwegs. Das heißt, wir basteln viel, der reparieren. Der agile Lötkolben. Der agile Lötkolben. Ich wollte mal ein Thema rausgreifen, was die Woche jetzt auch ein bisschen hochgepoppt ist, und zwar recht heftig eigentlich, fand ich, weil so zwischen den Meldungen im Prinzip irgendwie ein paar Minuten lagen. Die eine Meldung begann mit, Moment, jetzt muss ich gerade mal raussuchen, das fand ich nämlich total interessant, und zwar wo hab ich's denn? Das war genau hier. Indoor-Cam, die auch mit Gesichtserkennung und Leuten zuordnen und Intelligenz und weiß der Teufel was alles von einer Firma, die wir nachher nochmal nennen werden, für unter 60 Euro. Das fand ich deswegen super interessant, weil ich gerade mit einem anderen alten Zauberer am Basteln bin. Und zwar geht es auch da um die Erkennung von Leuten in Räumen. Und wir haben zwei Sachen, die wir da am Start haben. Das eine ist praktisch so ein Fingerprinting zu machen mit WLANs und Bluetooth über die Handys, die die meisten Leute hier dabei haben, und anhand dieses Fingerprints dann im Prinzip Leute zuordnen. Und das zweite Technik, die wir da versuchen, ist, das einfach mit Gesichtserkennung zu machen, also sprich mit Kameras. Und wenn man jetzt so am Basteln ist und dann Sachen kaufen muss und so, dann liest hier eine Gesichtserkennungssicherheitskamera für unter 60 Euro, das hört sich ziemlich gut an. Also ja, da überlegt man dann wirklich, preiswert, ja, baut man da den Lötkolben, macht man den warm oder kauft man dann lieber gleich so ein fertiges Gerät. Und dann passierte, was passieren muss, bevor man größer drüber nachdenkt, kam dann nämlich die nächste Meldung direkt hinterher. Und zwar besagte Kamerahersteller oder Firma, die das ganze Ding da auf dem Markt hat, wurde von der Bürgerrechtsbewegung EFF, also Electronic Frontier Foundation in Amerika, wurde aufgedeckt, dass die mit einer App ganz, ganz viele Informationen sammelt und an die Zentrale weitergibt und das dann auch weiterverkauft und an andere weitergibt. Eine zentrale Datenbank. Genau. Also du kaufst dir die Kamera, benutzt die und lieferst quasi Futter für die zentrale Datenbank, mit der dann andere, oder bei der andere Leute einkaufen können, quasi so die Grundprofile. Genau, so ein paar Infos, ne? Wie lange hat er welche App benutzt, wo war der überall, was hat er gesurft, wo hat er geguckt. Also nicht nur das, was die Kamera erfasst, sondern eben darüber hinaus noch weitere Daten. Was aber schon mal als allererstes dann so Standortdaten wahrscheinlich auch, ne? Die wissen dann auch, wo sind die Leute, wo haben sie das Ding stehen, profiliert, ja, und ja, können das zusammenführen. Also was als allererstes schon mal da hochpoppt, ist die ganze Intelligenz der Gesichtserkennung bei dieser Kamera ist nämlich gar nicht in der Kamera, sondern die ist, kann man mal von ausgehen, auf irgendeinem zentralen Service in der Cloud, die von diesem Hersteller da auch betrieben wird. Das heißt, die Kamera macht da eigentlich außer Bilder aufnehmen und das Zeug so zu verpacken und vielleicht sogar verschlüsselt dann an die Zentrale weiterzugeben und dann da auswerten zu lassen, erstmal nicht wirklich viel. Sprich, erstes Problem, eben nicht zentral, also zentral bei dir zu Hause, sondern zentral irgendwo im Netz. Zweites Problem, wenig Intelligenz in deinem
in deinem Gerät und letztendlich die eigentliche Funktionalität von dem Gerät findet gar nicht im Gerät statt. Das heißt, wenn diese zentrale Funktion wegfällt, sprich der Hersteller zum Beispiel keinen Bock mehr hat oder irgendwas ändert, dann funktioniert die Kamera schlicht und ergreifend nicht mehr. Also wird zwar noch Bilder aufnehmen, aber mit Gesichtserkennung wird dann wahrscheinlich nicht mehr viel sein, was ja auch ein Problem ist, ne? Und das dritte Riesending, was dann erstmal gar keiner vermutet, ist nämlich, dass diese App, die du dann auf deinem Handy oder auf deinem iPad oder was auch immer dann eben hast, zusätzlich zu dem, was die Kamera tut, nämlich Bilder aufzunehmen und irgendwie Gesichtserkennung anzufordern und das irgendwie auszuwerten und dann irgendwo in deiner App anzuzeigen, dass die dann gleichzeitig auch noch zusätzliche Informationen auf deinem Handy sammelt und die auch noch mitgibt. Also nicht nur das, was die Kamera... Also Standort, welche WLAN sie sieht. Genau, wo du eingeloggt bist, über welche... Gegebenenfalls dein Adressbuch. Ja. Also, was ganz, technisch geht. Ja. So, und das bringt mich so auf den Punkt, warum, wieso, weshalb und gibt es da nicht Möglichkeiten, das irgendwie besser hinzukriegen? Also das heißt, ich lasse mich jetzt nicht locken durch kostet nur 60 Euro, ich kaufe mir das jetzt mal, weil ich es mal ausprobieren möchte, sondern zu sagen, Leute, gibt es da Alternativen? Lasst euch da nicht vom Marketing blenden und gebt nicht fahrlässig eure Daten her, sondern sowas kann man auch dezentral, lokal oder irgendwie besser machen. Also nicht mit Intelligenz in der Wolke oder nicht mit den Rabatt mit den Daten bezahlen, sondern das andere ist auch nicht teurer. Genau. Also du hast hier so was mitgebracht, ne? So. Ich habe hier eine kleine Büchse voll magischer Sachen. Mit einem, also wir gucken auf so ein Döschen, das ist so wie ein Joghurtbecher so groß. Also. Ja. Und da kommt so eine kleine Platine zum Vorschein, die, ich sag jetzt mal von der Größe her ein bisschen. 3x5x4,5. So ein bisschen also größer wie eine normale SD-Karte, würde ich kleiner, sagen. Ja, kleiner als eine Streichholzschachtel auf jeden Fall, falls die jemand noch kennt. Gibt es noch Streichholzschachteln? Gibt es noch. Okay. Gibt's noch. Das Ding hat, das ist ein sogenannter ESP. ESP32? Ja. Bastler kennen den. Das ist so ein voll integriertes Gerät, wo Bluetooth und WLAN schon mit drin ist. Und ein kleiner, ich sag jetzt mal, ein kleiner Prozessor. Und bei dem Platinchen kommt dann eben noch dazu, neben dem eigentlichen ESP-Chip, Taster. Bisschen Elektronik obendrauf, eine kleine VGA-Kamera, die gibt es auch mit höherer Auflösung, also 640x480 Bildpunkte macht die jetzt hier drauf ist, gibt dasselbe Modell auch mit ein bisschen höherer Auflösung. Dann ist dabei auf der Platine drauf ein SD-Karten-Leser und Schreiber, also man kann da direkt Daten auch auf eine SD-Karte schreiben, und zwar so eine Mini-SD-Karte. Und ein paar Anschlusspins. Und wie gesagt, WLAN, Bluetooth. Und das Ding kann, neben dem, dass es Bilder machen kann, gibt es da Software für zum Beispiel auch Gesichtserkennung. Also man kann das relativ schnell anlernen, welche Gesichter bekannt sein müssten. 2-3 Bilder pro Gesicht reichen da vollkommen. Das ist ziemlich effektiv, ziemlich genau. Es gibt Software für einfach Fotos zu schießen. Dann macht man da noch, da sind digital und auch analog einen Ausgänge dran. Mit denen kann man dann zum Beispiel so einen Bewegungsmelder anschließen, der dann, sag jetzt mal 4-5 Meter weiter weg, eine Bewegung registriert und dann macht dieses Teil hier einfach ein Bild und speichert das Bild dann auf der SD-Karte oder, und das ist noch viel interessanter, auf einen integrierten Webserver. Das Ding kann auch noch Webserver spielen und dann im WLAN halt entsprechend zur Verfügung stellen. Und das denkt man sich jetzt, Mann, das ist also eine ganze Menge an Funktionalität. Ein Webserver, das Ding macht Bilder, man kann es kombinieren mit anderen Sensoren, Magnetschalter an der Tür, Bewegungsmelder, das Ding kann SD-Karten schreiben und lesen. Kamera läuft da drauf, Software kann man reinspielen, hat also auch ein bisschen RAM. Was wird sowas kosten, ne? Wenn wir jetzt eben gelesen haben, das ganze Ding, das ganze Ding von dieser einen Firma hier war so unter 60 Euro, was ich natürlich schon auch toll finde, weil 60 Euro, okay, das hört sich jetzt nicht toll viel an. Dieses Teil hier bekommt man in Deutschland locker für unter 10, in China für unter 5 Euro.
Also ich habe hier mal geguckt, AliExpress, 1,52 Euro bis 4,56 Euro, je nach Hersteller. So, und ich habe das hier jetzt von einem Chinesen mit einem Lager in Deutschland, das war innerhalb von 3 Tagen da, kann man bei eBay googeln. Ich habe das dann, wie gesagt, bei der elektronischen Bucht gekauft. Ich habe knapp 8 Euro bezahlt pro Stück. Das Ding heißt ESP32 Cam. Und ja, wir schicken Links mit. Könnt ihr euch mal angucken. Und da gibt es halt eine ganze Menge Software im Quellcode dazu. Die, wie gesagt, auch Gesichtserkennung, Webserver, alle möglichen Sachen, so im Beispiel, dann, ja, ich sage jetzt mal, als Quellcode mitbringt, dass man dann ein bisschen ausbauen kann, auch kombinieren kann mit anderen Dingen. Das Einzige, was man noch braucht, ist tatsächlich so ein seriellen Zugang. Also das Ding hat halt keine USB-Schnittstelle oder sowas, aber halt eine serielle Schnittstelle. Und dann gibt es sogenannte so Schnittstellen-Konverter, mit denen man dann im Prinzip eine USB-Schnittstelle konvertiert auf genau die serielle Schnittstelle für dieses Gerät. Die muss man dann halt einmalig kaufen, die gehen so bei, ich sag mal, 2 Euro los und ein bisschen bessere, die man sehr gut einstellen kann auf verschiedenste Boards, die kosten dann so 10 Euro. Das ist halt so eine einmalige Invest, den man dann nochmal machen muss. Und dann braucht man einen Rechner mit einer Textverarbeitung, in der man Quellcode reinschreiben kann. Das kann man in Python programmieren. Gibt's ganz viel, ja, Beispiele und Anleitungen auch so im Netz. Und das ist halt, finde ich halt wirklich interessant. Ne? Also einfach für knapp unter 10 Euro eine Kamera, muss man auch dazu sagen, das Ding ist so gebaut, dass man das mit einer Batterie, das geht halt immer in so einen Schlafmodus, also der Prozessor läuft nicht die ganze Zeit, sondern erst wenn der am Sensor ein Signal bekommt, zum Beispiel über einen Bewegungsmelder oder eben über die Taste, wenn man das mit der Taste macht, wird er praktisch wach gemacht, dann lädt er sein Programm hoch und macht das Bild. Was bedeutet, wenn der im Schlafmodus ist und man drückt auf die Taste, dauert so 2 Sekunden, bis er ein Bild dann gemacht hat. So eine kleine Verzögerung ist drin. Wenn man aber in der Nähe einen Akku platzieren kann, dann läuft er mit so einem normalen Standard-Akku locker eine Woche bis einen Monat. Und im Sleep-Modus kannst du den ein halbes Jahr mit einer Batterie betreiben. Ne? Also das ist total... Ja, ich sag jetzt mal für wenig Geld, holst du ja 4, 5 Stück und hängst die überall ums Haus herum. Uh-huh. Und machst du dann noch einen zentralen Webserver, wo er die Bilder hinlädt, mit einem Raspberry Pi oder so irgendwas. Ja. Hast du für wenig Geld eine Anlage, die Videoüberwachung macht, ohne einen zentralen Server in der Cloud, ohne irgendeinen Dienstleister, der noch irgendwelche Daten abgräbt und wo du dann halt selber drüber bestimmst, was passiert mit den Daten. Ne? Jo, wollte ich mal so vorstellen, ne? So, weil alte Zauberer nicht nur Theorie und Gesetze im Kopf haben, sondern halt auch gern ganz gerne mal basteln. Und mal gucken nach Alternativen. Finde ich echt ein nettes Projekt. Also vor allem, das ist ja schon fast fertig aufgebaut. Ne? Jo, das ist ein Modul und du, wie gesagt, brauchst noch ein Kabel. Die Quellcodes, die dabei sind, die so als Beispielcodes mit dabei sind, da kannst du wirklich gut drauf aufbauen. Also da ist du brauchst nicht mal programmieren, im Prinzip kannst du mit denen ja auch schon anfangen. Mit denen kannst du auch schon losgehen. Und hast schon deine Bilder auf der Karte und den Rest, je nach Skill, kannst du dich da einarbeiten. Ja, und geht auch in den Joghurtbecher. Genau. Und erstaunlich auch, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch wegen der Qualität der Bilder. Ne? So 2 Megapixel habe ich gelesen. Ja, so billiges Teil dafür unter 9 Euro. Was soll da Großrad? Die sind eigentlich okay. Also für eine Überwachungskamera in Anführungsstrichen vollkommen ausreichend. Ja. Da waren die vor ein paar Jahren noch bei 640x480. Ne? Ja. Ja, genau. Also bei ganz schlechter Qualität und bist du heute noch, wenn du diese, ab und zu gibt es ja die Angebote auch bei den Discountern mit diesen Wildüberwachungskameras. Die spielen ja in der Drunterliga und kosten auch so ein Huni oder ich glaube ab 70 Euro gibt es die meistens 100 Euro. Okay, da ist dann ein bisschen ein Outdoor-Gehäuse rum, aber ist im Prinzip so ähnlich. Ja, auf das jeden ist, Fall mal beobachtenswert. Ja. Und wer dann ein bisschen Blut geleckt hat und da Spaß dran hat, diese ESP32, ESP88 gibt es da auch noch. Es gibt noch weitere, die so in diese Richtung gehen, die so ein bisschen
voll integriert alle möglichen Sachen schon mitbringen. Also in der Regel haben die Bluetooth, WLAN und solche Spielereien und kleine Serverplattformen, auf der du so einen Webserver oder sowas auch zum Laufen kriegst, ohne große Themen zu haben. Da kannst du eine ganze Menge mit machen. Ja. Die sind also weit noch unter Arduino-Preisen und weit unter Raspberry. Ja. So ein Raspberry Pi, der geht ja so bei 30 Euro los. Den kleinen kriegst du für 12. Und hier hast du schon komplett mit WLAN, mit allem drum dran für 5, 6 Euro kompletten Rechner, der mit Batterie läuft. Jo, das mal dazu als Beispiel, was man noch so alles Tolles machen kann. Das ist echt ein nettes Bastelprojekt. Also wir werden ein paar Links liefern, dass ihr euch das mal angucken könnt. Und ja, ich habe da noch irgendwie was Spannendes gefunden, wo ich jetzt noch nicht so tiefer einsteigen konnte, aber die Überschrift trifft so genau meinen Nerv. Und zwar geht ums Thema künstliche Intelligenz, KI oder ML, Machine Learning. Und zwar gibt es ein spannendes Thema dazu, was jetzt in Heise bei mir vorübergeflogen ist, was eigentlich ja nur eine Frage der Zeit war. Machine Unlearning, das heißt, wir füttern jetzt Netzwerke, nutzen die für irgendwelche Zwecke. Gibt es da auch einen Rückweg? Oder wie korrigiere ich da Fehler? So habe ich es verstanden. Also wie gesagt, ich bin noch nicht tiefer eingedrungen, aber ich finde es ein absolut spannendes Thema sozusagen. Ja, du hast wie kann ich da, ich würde mal sagen, dieses Thema Daten löschen oder vergessen, Recht auf vergessen? Ja. Also wie passt das zusammen? Diese Thematik, die da natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, ist halt, dass wir auf der einen Seite ja, sag jetzt mal, das ist das, was wir zumindest bisher gelernt haben, mit KI oder mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning, ja, das Problem haben, dass wir nicht so wirklich zu 100% genau sagen können, wie das dann funktioniert. Also warum führt das zu diesem Ergebnis? Genau. Und wie erfolgt jetzt, nach welchen Kriterien erfolgt die Bewertung? So, sondern Muster werden gefunden. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen erkannt, sondern Muster werden gefunden. Und damit werden Wahrscheinlichkeiten berechnet. Und über diese Wahrscheinlichkeiten werden Fragestellungen beantwortet. Das ist so, versucht mal zu erklären, was KI heutzutage macht oder Machine Learning. So, und das heißt dann aber im Umkehrschluss eben genau das. Und das ist das, was in dem Artikel auch nochmal ein bisschen genauer ausgeführt wird und mit ein paar Beispielen auch belegt ist, was du halt nicht mehr rausholen kannst. Ne? Die Maschine, der Algorithmus hat im Prinzip sowas wie Muster, mit denen er Dinge erkennen kann, also irgendeine Aussage treffen kann. Und du kannst jetzt eben nicht mehr hingehen und kannst sagen, jetzt nehme ich alle die Sachen wieder raus, weil jetzt, ich sage jetzt mal, nehmen wir Bilderkennung, ja, wir machen Gesichtserkennung, was wir ja eben auch hatten, ne, so als Thema. Jetzt schicke ich die ganz vielen Fotos hier vom Michel oder vom Emil rein und sagst so, das sind die beiden und jetzt mach mal. Und jetzt sagt der Emil auf einmal, hier, ich habe da keinen Bock mehr drauf, jetzt hol mal bitte meine personenbezogenen Daten da wieder raus. Wie soll das funktionieren? Ja, also das ist halt im Prinzip nicht möglich. Selbst bei so einer Zweierkonstellation, also wir haben jetzt wirklich nur den Michel und den Emil, wird schon schwer. Aber jetzt stellen wir uns das mal vor in einer viel größeren Umgebung, wo es darum geht, Katzen zu erkennen. Und das sind jetzt halt eben keine Katzen, sondern sind Menschen. Ja, und jetzt sagt einer, der da mitgemacht hat, ich habe mir das überlegt, ich gehe jetzt mal Datenschutzgrundverordnung, nehme mal mein Recht wahr, dass ich da die Zustimmung entziehe. Dann müssten ja alle personenbezogenen Daten aus dem System raus. So, wie funktioniert das bei künstlicher Intelligenz und bei so einer Mustererkennung, beziehungsweise auch, ich würde das jetzt mal, das eine, das Recht auf Vergessen und auch noch ein anderes Szenario, das heißt, wie gehe ich damit um, wenn ich feststelle, dass ich da sozusagen in der Anwendung irgendwelche Fehler drin hatte. Ja, das heißt, ich habe einen ungewollten Prozess gefüttert
Und genau den kriege ich auch nicht mehr raus. Das heißt, dieser Algorithmus, der da erkannt wird, oder diese Weiterentwicklung, das ist ja ein ständiger Prozess. Ja. Geht weiter und da geht mal irgendwas schief. Genau. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, von vorne anzufangen. Ja. Also du was wahrscheinlich die wenigsten machen werden, sondern du kannst da quasi nicht gezielt schönes Beispiel was löschen, aber bringt mir auf eine andere Idee. So Trollen oder Hacking. Ja, also gibt es ja auch die Ideen, ne? Schönes Beispiel. Du da Bullshit rein. Schönes Beispiel, was schon passiert ist. Und ja, da hat sich ja jeder gefragt, warum haben die denn so reagiert? Kannst du dich nur an den Fall Microsoft erinnern mit der Nazi-KI? Ja. Ne, die hatten eine KI, die zum Nazi wurde. Die haben eine KI im Netz gehabt, die im Prinzip angelernt wurde mit allen möglichen Sachen, die Menschen da, sagen wir mal, frei von der Leber reinfliegen konnten. Und da gab es dann halt so Trolle, die da mal ein bisschen mit Nazi-Parolen gespielt haben und das Ding gefüttert haben mit Nazi-Parolen. Und das Ding hat dann halt irgendwann, diese KI hat halt irgendwann Nazi-Parolen losgelassen. Ne? So, weil konnten sie nur abschalten. Und die Reaktion von Microsoft war damals relativ zügig, nachdem das klar war, dass das total in die Hose gegangen ist, das Ding abzuschalten. Und die große Frage war damals auch schon von vielen Leuten, die so mit denen wir da auch gesprochen haben, warum abschalten? Also warum haben die das nicht korrigiert? Und die Antwort ist relativ einfach, es geht nicht zu korrigieren. Ja. Also du kannst entweder wieder von vorne anfangen, ja, aber du kannst eben nicht hingehen und kannst raussuchen, welche Parolen, die von irgendwelchen Leuten reingegeben wurden, haben dazu geführt, dass das Ding dann diese Parolen losgelassen hat oder ähnliche Weltanschauungen von sich gegeben hat, weil das eben nicht mehr zuzuordnen ist. So, und da wird es dann halt eben genau schwierig. Und das fand ich, das ist ja jetzt schon ziemlich her, ne? Wie lange ist das her? 3-4 Jahre her, oder? Das ist schon ziemlich lange her, da waren wir mal drüben. Ne? Und die sind, mir ist nicht bekannt, dass die jetzt weiter wären. Das heißt, Machine Learning hat genau so, wie es heute eingesetzt wird, wo ja auch noch an den Anfang steht. Also so viel Verbreitung hat es auch nicht. Ein bisschen unbemerkt, aber so bewusst kenne ich zwar viele Projekte und es läuft und es fängt jetzt langsam an zu kommen, aber jetzt ist genau das Problem, da gibt es keine Umkehrung. Ja, und das heißt, es ist eine Einbahnstraße, die sich nicht korrigieren lässt. Die große Frage wäre da tatsächlich jetzt, wenn man das jetzt mal in so einem praktischen Kontext sich anguckt, ne? So, jetzt willst du da irgendwie was machen und willst da auch Datenschutz grundverordnungskonform rangehen, hast da vielleicht mit irgendwelchen Bilddateien oder irgendwelchen biometrischen Geschichten zu tun. Du musst entweder das rechtlich so auf die Rille kriegen, dass du das so abkoppeln kannst. Eine später zurückgezogene Einwilligung führt dazu, dass diese Daten weg sind. Wie auch immer du das rechtlich machst, ja, das will ich jetzt gar nicht, da müssen wir mal länger drüber nachdenken. Oder aber du musst von vornherein dafür sorgen, dass nur anonymisierte Informationen da reinfließen. Was bei Bilddaten natürlich schwierig wird. Aber man könnte ja jetzt mit anderen. Ja, aber auch bei Sprache. Es gibt ja das Ganze, also, geh mal auf Audio. Alles, oder auf alles, was biometrisch ist, kannst du dann vergessen. Podcast-Transkription, das heißt also, hier. Das sind auch so Sachen. Es ist also ich sag mal grundsätzlich, da biometrische Daten immer personenbeziehbar sind, immer, sonst wären sie ja keine. Ja? Ja. Kannst du da eigentlich, meiner Meinung nach, könntest du darüber diskutieren. Auf jeden Fall. Kannst du wahrscheinlich vergessen. Ja. So. Also wie, also eine KI, die personenbezogene Daten verarbeitet, DSGVO-konform zu gestalten, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Müsste eigentlich ziemlich schwierig werden, oder? Du meinst so Notaus oder? Ja, wie willst du vergessen werden und wie willst du eine zurückgezogene Einwilligung oder einen Vertrag, der gekündigt wird? Du hast einen Vertrag mit irgendeinem Hersteller, dass du da deine Informationen zur Verfügung stellst. Das erinnert mich, dass man KI machen kann. Das sind wir ja auch an dem Grundproblem der Biometrie. Das heißt, wenn man jetzt mal an die rechtlichen Möglichkeiten der Biometrie geht. Das ist jetzt wirklich schon olle Kamellen für mich jetzt zumindest, weil ich das Thema mal gemacht habe. Das ist schon, das war um die 2000er rum, also Jahrtausendwende. Bei Fraunhofer habe ich da mal irgendwie im näheren Umfeld von so Studien was mitgemacht in einem Projekt. Und zwar so die Grundlagen, die waren schon damals, also die rechtlichen Punkte sind, und das fällt auch ins Gewicht, wenn du ein biometrisches Merkmal erfolgreich fälschen kannst oder wie in dem Punkt, wenn du ein biometrisches Merkmal hast und du willst das aus dem System nehmen, was ist der Ersatz? Das heißt, du kannst den Menschen, zu dem das biometrische Merkmal geht, nicht ersetzen. Du kannst das biometrische Merkmal nicht ersetzen. Du kannst verdammt normal, zumindest ohne stärkere Eingriffe, die Fingerabdrücke nicht verändern.
Du kannst bei, gehen wir mal auf so ein Iris-Scan, du kannst die Augen nicht einfach austauschen, du kannst die Gesichtsgeometrie nicht einfach verändern, du kannst den Gang, die Handschrift und diese ganzen Sachen, also egal was man da nimmt, theoretisch in manchen Punkten könntest du da irgendwas machen, der Aufwand ist exorbitant hoch. Und der nächste Punkt ist, hat aber absolut sofort Konsequenzen für diese Person, weil die Person ist nicht mehr die Person hinterher. Ja, ja klar. Und du, weil das funktioniert nicht und der Prozess ist halt nicht umkehrbar. Du kannst das nicht austauschen, was in ein anderes Dilemma führt. Und zwar kommt das aus der Idee raus. Es war Ende der 90er, gab es eine Diskussion, wie gehen wir in die nächste Iterationsstufe von, ich glaube, Bank- und Kreditkarten war das damals. Geht das tatsächlich weg von dem PIN-Code zu kommen? Wir haben immer noch vierstelligen PIN-Code. Das wurde diskutiert in den 90ern. Da war ich mal in so einem Arbeitskreis drin. Da waren die ganzen Kriminologen, die Kreditkartenaufgabe. Ich war da auch drin für so ein Thema von Kartenemittenten, also die Institute, die Karten rausgeben. Gab es so Arbeitskreise und da war das damals schon ein Thema, wie gehen wir auf die nächste Stufe und warum geht Fingerabdruck nicht? Damals gab es schon die Möglichkeit, die Robustheit hinzukriegen. Das heißt, dass es theoretisch möglich ist, es war noch teuer, aber theoretisch möglich, so eine Kreditkarte mit einem Fingerabdrucksensor ausstatten. Aber da lief man genau in das Problem rein. Die PIN kannst du wechseln. Ein erfolgreicher Betrug führt zwangsläufig in so ein System-KO und zwar nicht in das Gesamtsystem, manchmal schon, aber auch in die, wie wird es genannt, so in die Instanz. Das heißt, ich implementiere für mich eine Lösung auf so einem biometrischen Merkmal und wenn das einer erfolgreich umgeht, dann kann ich das ganze Zeug wegwerfen alles. Und von vorne anfangen. Zwar und ganz, zwar alles. Ganz. Also und das führt zu einem ganz anderen Punkt und zwar ging es darum, kann das eine Bank machen oder kann das ein Staat machen für Ausweise? Das wurde damals auch diskutiert und da kommst du in ein ganz großes Dilemma und zwar der Betreiber von dem System, der hat ja viel Geld investiert. Guck mal, du machst da das wirklich auf einer staatlichen Ebene mit Ausweispapieren. Du hast ein ganz großes Interesse dran, dass da kein erfolgreicher Fälschungsfall da ist. Das heißt, was machst du, wenn einer da ist? Ja, und das Problem? Den verheimlichen. Ja. Oder, das ist sozusagen übertrieben jetzt, du lässt dann die Beweise verschwinden und das ist sozusagen aus einer staatlichen Sicht, wenn du heute in die Welt guckst, du lässt die Person verschwinden, ist für den Staat dann das Einfachste. Wenn so ein System erfolgreich ausgetrickst ist, dann bist du das, in dem System geliefert. Aber das funktioniert, also die Ebene funktioniert ja nur in Einzelfällen. Und die funktioniert auch nicht im Rechtsstaat, weil du kommst in ein Dilemma, das kannst du aber nicht auflösen. Aber jetzt stell dir vor, das wird systemisch gehackt. Also nicht ein Ausweis wird gefälscht, oder sondern der Algorithmus grundsätzlich klar, dass ich alles fälschen kann. Dann hast du von heute auf morgen praktisch über null Vertrauen gegenüber diesen Ausweisdokumenten. Das ist halt einfach so. Und du kommst bei, wenn wir jetzt zurückgehen wieder zu dem Machine Learning Beispiel, bei dem wir waren. Wegschmeißen, kannst von vorne anfangen. Du kannst es nur wegschmeißen, weil du kannst auch das Ergebnis nicht mehr verwerten und der Punkt ist, in der Praxis erkennt das aber keiner. Das heißt, in der Praxis ist ja kompromittiert, du weißt ja gar nicht mehr, ob das Ergebnis noch richtig ist. Ja, ich meine, das ist auch wieder ein Angriffsszenario. Also das ist so, ich spinne da jetzt mal rum, das ist so Cyber-Security-mäßig, wenn man so ein paar Passwörter einstreut. Wie schützt du dich eigentlich davor, dass dir einer dein System manipuliert hat, dass du da einsetzt? Du kannst es nicht mehr wissen. Weil du kriegst Ergebnisse und vertraust eventuell drauf. Das heißt, du müsstest ein Erkennungssystem reinbauen, das dir quasi irgendwo regelmäßig einen Beweis liefert, dass das System noch das tut, was es soll. Genau. Und beziehungsweise da ist dieses Thema Unlearning doch echt spannend zu sagen, gibt es da irgendwo eine Chance, sozusagen über Forschung oder Weiterentwicklung da reinzugehen und zu sagen, das ist im Moment eine Einbahnstraße, was lässt sich an dem System verändern? Oder was ist die Herausforderung, um so ein System robust zu machen gegenüber einem Eigentor oder einem Eigen-K.O., weil das System ist ja dann am Ende. Genau. Das ist ein spannendes Thema. Also da wird in Zukunft, glaube ich, das ist was für die Philosophen. Wird mir auch Spaß machen, wenn ich mal in Ruhestand bin und mich philosophisch damit befasse, werde ich mich vielleicht dem Thema widmen. Müssen wir sich dann da mal. Ich habe aber was Neues entdeckt. Was Neues gelernt. Also. Weil du hast ja Cyber auch schon wieder angenommen. Und ich habe was Neues. Cyber, in dem Bundespolizeigesetzesentwurf vom Seehofer gibt es ein neues Wort.
das Cyber ersetzt. Was? Ätherraum. Was für Ding? Ätherraum. Buchstabier mal. Äther. Der Äther, ne, das war der Funk. Funk wurde jetzt ja auch Äther genannt. Mit Ä, ja. Ä-T-H-E-R. Äther, das war ja der... Da früher mal gemeint, alles, was so, da müsste ein alles, Medium was da sein, hieß, ne, ja, weil sie die Elektromagnetik und nicht der Cyberraum heißt jetzt Ätherraum. So geil, oder? Wer hat denn das erfunden? Die Seehofer und seine Leute, keine Ahnung. Steht anscheinend im Begründungstext irgendwie drin. Und ich finde das geil. Oh, wir haben ein neues Wort. Ja, ich finde das geil. Ätherraum. Bei uns heißt das jetzt nur noch Ätherraum. Ätherraum. Das ist nicht Cyber. Also ich erinnere mich daran, so Diskussion, ich kannte mal einen, der ist leider schon verstorben. Der war irgendwo mal in einem Innenministerium in einem unserer Bundesländer und hat da einen Datenschutzkommentar mit rausgebracht. Und mit dem habe ich oft diskutiert über das Thema, hey, die Worte kannst du in kein Gesetz schreiben. Ich habe gesagt, wieso? Aber die waren nie so abstrus. Also ich war schon bei so einem Thema wie Computer oder Computerschnittstelle war für den schon ein No-Go in ein Gesetz reinzuschreiben. Aber wir kommen jetzt auf haben sowas. Wir Äther. Ätherraum. Ich bin, hast du da irgendwie ein, hast da irgendwelche Wortgeneratoren? Nee, ein Unfall? Oder? Nee, Äther, also das ist ein gutes altes deutsches Wort. Also das hat man früher tatsächlich für alles, was du nicht sehen kannst. Okay. Das, die Luft um dich herum, Funkwellen und so, das war der Äther. Kennst du das nicht bei Funk? Ja, ich weiß das, ja. Ne, so, und, ich überlege nur, dass... Und der Cyberraum ist halt der Ätherraum. Ich gucke jetzt mal in die allwissende Müll. Das ist halt was für, das ist halt was für alte Zauberer, oder? Ja, definitiv. Also, wenn wir jetzt irgendwo auftreten, dann sagen wir immer nur Äther. Kommt da auch das ätherische Öl her? Nee, das... Personifikation des oberen Himmels. Schlangenöl, ätherisches Öl? Schlangenöl, Mythologie. Nee, das Schlangenöl wird aus dem Äther gewonnen. Also wenn die Schlange doch in Äther fliegt. Hypothetisches Medium für die Ausbreitung des Lichts im Vakuum. Cool. War mal physikalisch belegt. Das ist doch mal. Das ist gar nicht so weit weg. Chemische Bezeichnung für die funktionelle Gruppe einer Stoff. Ja, okay, das sind die Äther. Die Ethylether. Ja, okay, das ist ja noch definiert. Aber das hat auch mit dem Wortstamm zu tun. Aber wenn die Cyber-Schlangen, was war das? Akasha, fünftes Element in der indischen Philosophie. Das fünfte also, das Element ist Liebe. Also, indische Philosophie, also ätherische Öle ist mit dem Wortstamm verwandt. Wenn die Schlange durch den Äther fliegt, den muss ich mir merken. Das sind jetzt Bilder. Bedeutungserklärung. Lache ich mich jetzt heute Nacht kaputt. Nominativ, der Äther, Plural. Also wir schreiben da mal was zusammen und schicken Äthers, da mal einen Link zu, oder? Der Äther, dem Äther, den Äther. Übrigens der Text, ne? Dieser, Akkusativ, den Äther. Dieser Gesetzentwurf ist verschwunden, ne? Der ist kaum, dass er gemeldet wurde, gab es 2-3 Kommentare auf netzpolitik.org und dann wollte ich da weiterlesen. Auf einmal hieß es, der Originalgesetzentwurf, den gibt es nicht mehr. Das ist zurückgezogen worden. Das heißt, da ist eine Schublade und die hat sich jetzt verklemmt. Ja, genau. Das liegt jetzt, weil du Eis, musst sagen, wir haben jetzt genau. Weil man jetzt irgendwas anderes erstmal so alte Schreibtische, ne, wenn es feucht wird, dann quellen in die Schubladen auf und dann klemmt das. Ja. Und die kriegst du erst wieder okay, Klimaerwärmung könnte dazu führen, dass der wieder aufgeht. Je nachdem, wie nah das am Brennholz gebaut ist. Ich habe einen coolen Trick gesehen. Weißt du, wie du feststellen kannst, ob dein Brennholz trocken ist? Du zündest es an. Nee. Hätte ich jetzt gemacht. Nee. Wenn es nicht brennt, nee, ist es feucht. Ganz einfach. Und wenn es raucht. Du nimmst ein bisschen Spülmittel, machst du auf eine Seite, machst du das drauf, so auf der abgeschnittenen Seite, und gehst auf die andere Seite und pustest ganz kräftig in das Holz rein. Wenn Blasen rauskommen, dann ist es trocken. Wenn es Blasen wirft auf der anderen Seite, wo der Spüli ist, dann ist es trocken, weil die Kapillare alle praktisch trocken sind. Da ist nichts mehr drin und deswegen kannst du durchpusten. Ja. Ganze Luft durchpusten. Es kommt jetzt wieder auf die Länge des Holzstücks an. Nee, wenn das so ein Elfmeterbaum ist, wird das schwierig. Es wird schwierig, aber es geht. Das ist einfach nur eine Frage des Drucks. Trompeter, der gute Lungen hat. Genau, da muss halt mehr wie ein Taucher. Oder eine Espressomaschine, die 15 Bar macht. Ja, also. Ich habe da so eine, da verreckt aber regelmäßig, so nach 2 Monaten ist die Dichtung durch. Aber die macht geilen Kaffee. Also es macht definitiv einen Unterschied. Ich habe 3 Kaffeemaschinen. Ne? Die Dichtung geht deswegen kaputt, weil das Ding bei dir wahrscheinlich 30 Bar macht. Keine Ahnung. Also der Punkt ist so, ich habe jetzt mal letzte Woche einen und denselben Kaffee genommen, in der Mühle gemahlen, ne, und auf 3 verschiedene Arten zubereitet.
Und das war ein totaler Unterschied, weil in der einen Maschine, wir kommen vom Thema, aber es ist scheißegal, in der einen Maschine war der total, der hatte eine ganze Menge Restsäure. Ne? Der war wirklich säuerlich, konntest du rausschmecken. Ja, ne? Ist wenig Druck. Das war nur ein Bar, ja? Genau, zu wenig Druck. Und die andere Maschine, die macht 15 Bar. Ja, da schmeckt es halt gar absolut anders. Geiles Aroma. Was auch geil ist. Also das sind so Sachen. Und dann Filterkaffee, eine ganz andere Richtung. Der war nicht sauer, aber der schmeckt anders. Das ist, und dann grob und fein geht der auch noch. Ne, was ich jetzt mache, ist zum Beispiel, weil sehr viele falsch verstehen, es gibt ja diese Espresso-Kannen. Das sind ja keine Espresso-Kannen, das sind Mokka-Kannen. Die Mokka-Kannen, die du auf den Herd stellst. Genau. Weil die machen 3,5 bis 4 Bar Druck, was nicht für einen Espresso reicht. Für einen Espresso musst du mindestens 10 Bar haben. Ja. Deswegen ist das eine Mokka-Maschine. Die macht nämlich nur einen Mokka. Und da ist jetzt auch wichtig, Der Kaffee Gewicht darf nicht zu fein gemahlen sein. Nicht wie beim Espresso, da muss er ja sehr fein sein, fast Mehl, ja. Sondern bei einer Mokka-Maschine, also Mokka sollte eigentlich sehr grob gemahlen sein. Also so, sag jetzt mal so unter Millimeter schon, ja. Also jetzt nicht zu grob, aber eben nicht so fein, nicht so puderig wie bei Espresso. Und mein Sohn ist nämlich jetzt da so ein bisschen auf Kaffee gekommen. Ja, genau. Ja, und wir probieren da jetzt zu Hause. Heute eingetroffen, der gesagt, der hat jetzt aus Gesundheitsgründen Kaffee aufgehört, macht jetzt Tee. Habe ich gesagt, das geht wieder weg. In 10 Jahren bist du wieder beim Kaffee. Ich bin jetzt, war bei mir auch. Ich habe auch keinen Kaffee getrunken. Ich gehe auf Kaffee. Und ich mache jetzt nur Espresso und genießen, Mokka. Und säurefrei und vertrag den besser wie. Geile, absolut. Und ich habe mir auch so ein Teil jetzt geholt, und zwar in der Freakshow hat der Dennis, glaube ich, davon erzählt, da gibt es diese Mokka-Maschine, ne, mit dem Gewicht drauf. Das heißt, der Druck wird erhöht und das ist geil. Und die habe ich mir jetzt geholt, weil ich habe da immer geguckt. Den Link. Und da gab es eine, ne, von dem, mir fällt jetzt der Name nicht ein, ist egal. Bialetti. Die Bialetti, genau, die Bialetti. Und die gibt es mit dem Gewicht noch, ne? Ja. Und die gab es bei einem Hersteller mit Edelstahlversion, weil ich habe einen Induktionsherd. Das ist ein Edelstahl. Aber ich habe so ohne. Und ich habe die in Italien bestellt und ich habe die mit Gewicht. Schick mir mal, wie die heißt. Das Scheißding ist als Alu gekommen und funktioniert auf meinem Induktionsherd nicht. Die ohne Gewicht heißt Venus. Genau, und die andere ist die Bialetti. Ah, wie heißt die? Die Bialetti Venus, die habe ich. Ich bin zufrieden mit dem Ding. Ja. Ich guck mal. Aber mit Gewicht wäre natürlich schön, weil die macht. Das muss ein neues Fenster aufmachen, damit ich meine Links hinterher effektiv finde. Zu wenig Druck, das ist wohl wahr. Ja. Aber gut, wir sind vom Thema abgekommen. Also Bundespolizeigesetz. Seehofer kann keinen Kaffee kochen. Anscheinend zu wenig Kaffee, ganz, ganz klar. Bialetti, genau. So, jetzt bin ich gerade nochmal hier bei mir. Mokka Express. Gab wie gesagt, Edelstahl konnten die nicht liefern, ich habe die bestellt. Und ist natürlich so eine Sache mit eBay und dann Italien. Ich habe es jetzt behalten, weil es trotzdem geil. Aber in Edelstahl hätte ich es gern gehabt. Jetzt muss ich mir, ich weiß nicht, Elektroherdplatte kaufen oder Feuer drunter machen. So ein S-Bit-Kocher. Ja. Kann man die auf den S-Bit-Kocher stellen? Ja, klar. Muss gehen, ne? Ja, eine kurze Meldung habe ich noch, die muss ich mir unbedingt mal anschauen. Habe ich jetzt noch nicht getan, aber ich fand die Meldung schon mal ganz, ganz interessant. Und zwar hat Verizon oder Verizon Media hat eine Suchmaschine gestartet, die auf die Bing-Maschine von Microsoft baut, aber datenschutzfreundlich sein, einen sogenannten Privacy-Mode hat und praktisch alles nach einer Stunde wegschmeißt. Irgendwie. Sozusagen DuckDuckGo für Windows-Nutzer. DuckDuckGo für Windows-Nutzer und Verizon-Liebhaber. Aber ich finde ja trotzdem solche... Also wegwerfen, das ist eigentlich... So, ich finde ja trotzdem solche Initiativen immer mal ganz, ganz interessant. Stell dir vor, du würdest Google nehmen... Und die schmeißen bestimmte Dinge nach einer Stunde weg. Klingt eigentlich für einen spannenden Ansatz. Vielleicht entsteht da was. Ja, so spontan. Wo du gerade Google sagst, was auch entsteht, ist, dass eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Oktober diese Geschichte da mit Auswertung von Google Analytics und so da ja nochmal so ein bisschen in Gang gebracht hat. Und jetzt wohl irgendwie eine Diskussion stattfindet gerade, dass wohl Google Analytics nur noch mit Einwilligung der Nutzer benutzt werden darf. Ja, das ist doch jetzt die Nachfolge von dem Thema Cookies, Einwilligungen und so weiter, ne? Genau. Und dem Thema gemeinsame Verarbeitung. Aber das machen wir jetzt, glaube ich, nicht auf. Nee, aber wir schicken mal den Link mit, kann sich jeder mal ein bisschen reinlesen. Schmeiß den mal in den Slack, dann hole ich ihn dann raus. Ja, mache ich. Weil das jetzt auch ein Thema ist, was doch dem einen oder anderen... Ja, auf so der Seele Suchmaschinen, brennt. So Alternativen ist nicht schlecht, weil je nach Zweck muss man dann doch mal in eine andere auch was reinwerfen, weil
DuckDuckGo findet nicht alles oder die Suchmaschinen, da haben manche, die sind zweckgebunden, besser oder schlechter und auch ich komme manchmal nicht um Google rum. Und ja, das ist eine gute Idee, da was weiterzumachen, um mal mit so einem Ansatz zu kommen. Da fehlt sowieso Innovation. Also mehr Privacy in die Technik. Auch wenn es manchmal schief geht, Hauptsache, die probieren das aus weiterhin. Da bin ich eigentlich ein Fan von. Dass da welche experimentieren, auch wenn sie es manchmal nicht treffen. Wir jammern ja manchmal falsch gehalten oder verkehrt gelesen oder verkehrt interpretiert. Aber je mehr Versuche es gibt, umso besser, glaube ich, ist es dann. Ja. Das ist hier. So, jetzt waren wir hier nur noch ein bisschen Netz. Der Androide kämpft. Ja, wie immer halt. Mit irgendwas kämpft er halt immer. Ja, es ist. Tja, gibt es eigentlich ein Fairphone-Tablet? Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass es mittlerweile Tablets gibt, wo du echtes Linux draufballern kannst. Direkt. Ja. Mit ARM dann oder sind da. Ich glaube schon, ja. Auch ein Bastelprojekt. Tio, ich glaube, wir sind jetzt noch müder und doch, jetzt bräuchte man so eine Bialetti. Ne? Und einen Ofen. Den Koffeinpegel erhöhen. Oder Leute, wenn ihr was über Koffein und Konsum wissen wollt, da gibt es auch einen interessanten Talk, ich glaube vom 36C3 oder 35. Da war irgendwie so schön erklärt, wie wirkt das Ganze. Okay, und haben wir was vergessen? Sicher haben wir was vergessen. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Ja. Und tschüss. Bis demnächst. Vielleicht sind wir dann wieder fit. Ciao. Ciao. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.